schreibt und ich sehe das, was ihr mit eurem Lächeln sagt. Und das berührt uns wirklich. Mehr als ich gedacht hätte. In der normalen Welt, wenn jemand mal sagt, ja, ich mach mal ein Sabbatjahr, ich mach mal ein bisschen Pause oder so, ich gehe mal nicht auf die Bühne, dann ist das, ja, okay, ist halt weg und kommt irgendwann wieder, aber wenn man, wie ich, seit über 30 Jahren jedes Jahr mindestens 60 Konzerte, in der Spitze 180 gespielt hat, dann wird einem wohl was fehlen und ich merke es gerade, es wird was fehlen. Ich kenne die Jungs und die Mädels gut genug um mich rum, dass ich das spüre, dass ihnen auch was fehlen wird. Und wenn ich euch sehe, dann weiß ich, euch wird auch was fehlen. Das finde ich gut so. Vielleicht wird ja sogar den Menschen, die heute zum ersten Mal da sind, die das noch nicht gesehen haben, vielleicht wird euch auch was fehlen. Und ich hoffe, ihr kommt wieder. Bei den meisten weiß ich, ihr kommt wieder, denn ihr macht das ja schon seit 18 Jahren. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn auch die Leute, die zum ersten Mal da sind, vielleicht genauso wie wir diesen Zauber mitnehmen, dieses Konzertes heute Abend, dass ich immer versuche, möglichst nur für diesen Moment zu gestalten. Und ja, und damit das funktioniert und damit wir diese Momente eben auch schaffen können, gibt es viele Menschen, die dafür Sorge tragen und die meisten davon könnt ihr gar nicht sehen. Ein paar könnt ihr sehen, die stehen in den Bierzelten und sorgen dafür, dass ihr mit Getränken und Essen versorgt werdet. Ein paar Leute, wartet mit dem Applaus. Wartet noch. Es gibt Leute, die achten auf die Sicherheit. Es gibt die Sanitäter, wir haben sie heute im Einsatz gesehen. Es gibt Feuerwehr, es gibt die Polizei. Es gibt einfach Menschen, die sich darum kümmern, dass wir heute Abend so einen schönen Abend haben. Dass wir einen reibungslosen Ablauf haben. Und diese Menschen, die tun das, weil sie Bock drauf haben. Und das Schönste, glaube ich, für Sie, ist, dass Sie jetzt euren Applaus, und zwar so laut, wie es geht, hören. Und los geht's! Dann nochmal bitte einen Riesenapplaus für einen guten Freund von mir. Ein unfassbarer Sänger, ein junges, talentiertes, ach, es ist ein großartiger Künstler, der seinen Weg gehen wird. Er hat den Abend so schön eröffnet mit seiner unfassbaren Stimme. Riesenapplaus für King Alex und seine Jungs. Und bitte nochmal einen Applaus für mein Team. Ich hab's schon oft erwähnt, die seit vielen, vielen Jahren mir den Rücken frei halten und die ganze Vision mit mir hier leben und mittragen. Egal wie, egal wann, egal welches Wetter, egal welche Umstände. Sie sind immer da und ich kann mich verlassen. Das ist mein Team, was mit mir auf der Straße ist. Die Jungs hier oben, die Jungs und Mädels abseits der Bühne, die können euch hören. Also lasst mal krachen! Ich bin auch gleich fertig mit Labern. Aber das muss natürlich raus. Das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste. Warum Jungs und Mädels wie wir und ich weiß, es sind heute Abend auch viele junge Menschen hier, aber auch Menschen, die Instrumente spielen, die sich irgendwann mal entschlossen haben, ja, mit der Musik eine Verbindung einzugehen. Und dann gucke ich hin, ich weiß, hier sind auch Kinder, die selbst Instrumente spielen, Gitarre spielen. Und es ist schön, wenn man merkt, dass man nicht nur für sich selber Musik macht, sondern dass ihr dafür gesorgt habt, dass wir rauskommen können, Live-Musik mit euch machen können. Aber mittlerweile sehe ich,
dass eben auch andere Menschen inspiriert werden durch uns, andere Menschen zu den Instrumenten greifen und sich mit Musik auseinandersetzen. Denn ich glaube, es gibt nichts Schöneres als diese eine Sprache, die wir alle verstehen. Das ist Musik, das ist Live-Musik. Und ihr habt Lust auf Live-Musik, das habt ihr heute Abend gezeigt. Danke, dass ihr heute Abend hier seid, Sensible. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.